Die Europäische Zentralbank, vertreten durch ihren Chef Mario Draghi, stand gestern noch vor unserem höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht. Der Vorwurf: Die Politik der EZB ist illegal, sie ruiniert unsere Währung und untergräbt die Demokratie in Europa. Und die European School for Management and Technology hier in Berlin verleiht eben diesem Herrn Draghi einen Tag später einen Preis, und zwar ausgerechnet den für Responsible Leadership, also verantwortungsvolle Führung. Das ist untragbar. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute Nachmittag hierher gefunden haben. Herzlich willkommen. Wieso muss der oberste Hüter unserer Preisstabilität betonen, dass er sich an seinen Auftrag hält? Das verstehe ich nicht. Die Wahrheit ist, Draghi hat keine Strategie für Preisstabilität. Unbegrenzte Staatsanleihen notleidender Euro-Staaten aufzukaufen, das ist keine Strategie für Preisstabilität. Wenn das jetzt jemand glaubt, wir hätten jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten irgendeine leichte Lösung finden. Wir werden keine leichte Lösung finden. Es wird so sein, dass das so oder so für uns verdammt teuer werden wird. Das müssen wir wissen. Aber wenn wir nichts machen jetzt, dann wird es so teuer, dass wir quasi unendlich lange dafür bezahlen. Die nächste Generation wird da noch für bezahlen. So. Und um ehrlich zu sein, ich kann die Griechen verstehen. Ich kann sie verstehen, sie kriegen eine Troika vor die Nase gesetzt, die plötzlich abseits jeder demokratischen Legitimierung bestimmt, was in diesem Land zu tun oder zu lassen ist. Ich glaube, dass wir in Europa nur dann bauen können, wenn wir Staaten haben, die miteinander in Respekt und Anerkennung umgehen. Es geht nicht um jetzt und heute, sondern für mich geht es um meine Kinder und meine Enkel. Und heute ist in dieser Veranstaltung, dass alles gut rauskommt, es wurde alles klar gesagt, welche Schuldenlast Deutschland übernimmt. Das ist unser Hauptthema, aber auch alle anderen Themen, die in unserem Wahlprogramm verankert sind. Die derzeit regierenden Parteien vertreten nicht mehr den Willen der Bevölkerung. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Bildung. Ich selbst arbeite als Lehrer und höre immer wieder von Eltern, aber auch Schülern, dass sie überhaupt nicht verstehen, was in der Bildungspolitik getrieben wird. Dazu wäre viel zu sagen. Ähnlich sieht es auch aus in der Familienpolitik. Auch hier entfernt sich die Politik immer mehr von der Basis. Wir haben die großen Demonstrationen in Frankreich gesehen, die in Deutschland penetrant totgeschwiegen werden. Ich glaube, auch hier müssen wir aufpassen, dass die Politik nicht davonprescht und am Ende Strukturen schafft, die von der Bevölkerung überhaupt nicht gewollt sind.